Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, wir sind wieder alle zusammen in der Nacht, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute ein Experiment vor. Ich weiß nicht, ob das thematisch so klappen wird. Ich möchte gerne mit ganz reichen Leuten sprechen. Das Thema heißt, ich schwimme im Geld. Wir versuchen mal, ob das klappt. Ich möchte also mit Leuten reden, die richtig Kohle haben, die Millionäre sind, vielleicht sogar Multimillionäre, die sich das erarbeitet haben, die vielleicht eine große Erbschaft gemacht haben oder einen Lottogewinn eingefahren haben, was auch immer. Wie lebt es sich so reich? Ist es angenehm? So die normalen Leute, wir normalen Leute denken ja immer, das ist der Traum. Man kann tun und lassen, was man will. Man fährt auf einsame Inseln und genießt das Leben in großer Fülle. Ist das so? Welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht sogar, wenn man sehr reich ist? Und ich würde auch gerne mit Leuten reden, die mal sehr reich waren und die alles verloren haben. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die kostenfreie Telefonnummer für Millionäre heute Nacht hier bei uns. Und die kostenfreie Faxnummer für Millionäre 0800 5678 110. Der erste ist, verdammt jung. Und er heißt Ben und er schwimmt im Geld. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Ben. Ja, also so wie du dir das vorstellst, so Multimillionär oder so bin ich nicht. Also ich bin 20 Jahre alt. Ja. Und mein Vater hat eine Einzelhandelskette. Ja. Eine ziemlich große eigentlich, geht so. Ja. Naja, und ich habe mein Abitur letztes Jahr fertig gemacht. Mhm. Und ich kriege zwischen 8.000 und 12.000 Mark im Monat. Zwischen 8.000 und 12.000 Mark? Kriegst du einfach so vom Papa überwiesen? Ja, genau. So kann man das ausdrücken. Jetzt seit dem Abitur oder schon länger vorher? Also vorher... Ich bin mit 16 habe ich meine eigene Wohnung gekriegt. Mhm. So, und dann, dann habe ich dann schon immer Lebensunterhalt gekriegt, zwar noch nicht so viel. Mhm. Aber die eigene Wohnung hat der Papa auch bezahlt. Ja, ja, und ich habe die auch immer noch und so. Ja, wie groß ist die Wohnung? Ach, die ist klein, also das ist wirklich bescheiden, das sind nur 105 Quadratmeter. Ach, das ist wirklich sehr bescheiden, ja, 105 Quadratmeter. So groß ist meine Wohnung übrigens nicht. Aber egal. Ist das eine Eigentumswohnung? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. Natürlich. Ja. Ja. Und wie viel hast du da mit 16 schon bekommen von deinen Eltern? Ach, von deinem nee, das waren gerade mal 3.000 Mark so. Gerade mal 3.000 Mark. Ja. 12.000 Mark? Ja. Pro Monat? Einfach so Cash auf die Hand oder halt aufs Konto? Aufs Konto, ja. Und du kannst es verbraten, so wie du es möchtest? Ja, ja. Aber das hat auch seine Risiken, das will ich auch mal sagen. Ja, halt, erzähl mir doch erstmal, für was du das so ausgibst. Also, ich gehe so in die Disco, kaufe mir Klamotten und ich weiß nicht. Das geht, ich kann halt auch nicht mit Geld umgehen. Also, wenn mir jetzt jemand 500 Mark oder so, stecke ich mir ein und dann am Abend sind sie dann noch weg. Mhm. Das passiert schon mal. Also, passt das raus. Du kannst damit nicht umgehen, du musst ja auch damit gar nicht umgehen können. Du hast gerade angefangen, wolltest was sagen, von wegen, es hat auch Nachteile oder Risiken. Ja, irgendwann hat man so die Grenze, dann hat man alles eigentlich so in dem Maße, wenn man vom normalen Durchschnittlichen ausgeht, hat man alles schon erreicht an seinen Wünschen und dann wird es manchmal so langweilig. Mhm. Dann sucht man halt irgendwelche Extreme. Oder so. Welche Extreme suchst du? Also, ich hatte so bis vor 2 Jahren das Problem, also mit 16, so, da hatte ich halt so viel Geld und da habe ich mir gedacht, ach, was soll ich mit meinem Geld? Und dann bin ich mit Leuten aus dem Drogenmilieu hier in Kontakt gekommen. Mhm. Ja, und das war dann halt eine schlimme Zeit. Und dann bin ich auch einmal erwischt worden und so. Hast du das Geld für Koks ausgegeben oder für ähnliche Sachen? Ja, bei Koks auch, aber es war dann nicht mein Stil. Also, ich weiß nicht, Koks fand ich auch nicht so toll. Bist du von den Drogen wieder weg? Ja. Ja. Ja, also ich habe damit komplett aufgehört. Von einem auf den anderen Tag. Ich gehe sicher recht in der Annahme, wenn du auch ein stattliches Auto fährst. Nee, damit kann ich leider nicht dienen. Also das haben mich vorhin deine Kollegen auch gefragt. Mhm. Ich fahre nur einen popligen Golf 4. Einen popligen Golf 4, aber den hat der Papa auch bezahlt. Ja, aber der hat so ein paar Extras, also der hat 180 PS und so. Sag mal, deine Freunde, deine Freunde, sind das auch alles Leute aus sehr reichem Haus und die auch so verwöhnt sind und alles in den Hintern gesteckt bekommen? Also, wie heißt das? Früher
habe ich mich nur mit so einer Clique abgegeben, so die Eltern mussten mindestens Rechtsanwalt sein oder Zahnarzt. Also Handwerkerberufe war überhaupt nicht. Aber jetzt so habe ich ein paar in meinem Bekanntenkreis, ja. So, ja, die kommen so aus bürgerlichen Familien. Also die normal situiert so sind. Ja, aber wie nehmen die das denn auf? Für die ist das doch wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich, dass da ein junger Mann ist von 20 Jahren, der so viel Kohle pro Monat bekommt fürs Nichtstun. Wie reagieren die darauf? Also teils. Also manche sind wirklich nett und so, aber manche merkt man da, die sind neidisch. Das merkt man. Wie ist das ich versuche damit umzugehen. Ich sag mir mal, ich kenne auch nichts dafür, dass das mir passiert ist. Das hätte auch jeden anderen treffen können. Jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, welchen Teufel reitet dein Vater, dass er dir für nichts tun so viel Geld gibt? Wenn du mein Sohn wärst, du bekämst ganz wenig nur von mir. Ja, du würdest also irgendwann natürlich alles erben, aber du müsstest es dir auch erstmal verdienen und auch erstmal etwas leisten. Ja, warum macht dein Vater das? Weißt du das? Also das hat damit zu tun, früher musste er halt sehr viel arbeiten. Er konnte sich nicht darum um uns kümmern. Also hat er uns ein bisschen mit Geld abgespeist. Ach so, das übliche Lied, ja. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Also er hat so 6 Tage wirklich in der Woche gearbeitet und war dann nur einen Tag da. Du sagst wir, das heißt, es gibt noch mehr Geschwister. Ja, ja. Und die werden auch alle so gut ausgezahlt. Ja. Und dann hat sich das so ergeben, dass der Vater dachte, naja, haben sie die Kohle und dann muss ich mich nicht großartig... Ja, das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was er verdient. Also das juckt ihn auch nicht. Das juckt ihn nicht so sehr. Nein, nein, aber es ist, glaube ich, für jemanden, der jung anfängt im Leben, gerade nicht sehr gut, so viel Kohle zur Verfügung zu haben, ohne was dafür getan zu haben, wenn es dir schon selbst verdient hättest. Wie geht's denn weiter? Du hast Abitur gemacht. Ja, also ich habe mir jetzt eine Auszeit genommen und will dann jetzt demnächst dann Psychologie studieren, in Philosophie. Dort, mal gucken. Vielleicht will ich auch Psychologie promovieren, das würde mir gefallen. Das würde dir gefallen. Ich will dir was erzählen aus meiner fernen Jugendzeit. Ja. Als ich Abitur gemacht habe. Ja. In Gummersbach hatte ich einen Freund, der auch aus sehr reichem Hause kam. Nicht so reich wie du, aber aus ziemlich reichem Hause. Und er hat, als er sehr von seinen Eltern nach dem Abitur gefördert werden sollte, finanziell, gesagt zu seinen Eltern, ich möchte von euch gar nichts haben. Ich will alles alleine aufbauen. Ihr könnt mir irgendwann euer Vermögen vermachen. Aber jetzt will ich von euch gar nichts haben. Der Vater war Architekt und hatte gut Kohle und Häuser und so etwas. Und dann hat dieser Freund wirklich jegliches Geld von den Eltern ausgeschlagen und ist viele, viele, viele Jahre seinen eigenen Weg erstmal gegangen und hat sein eigenes Leben und seine eigene Existenz und auch Karriere aufgebaut. Das hat mich beeindruckt damals. Wie stehst du zu sowas? Also, sowas finde ich in Ordnung, aus rein moralischer Sicht. Also ich weiß schon, dass ich verwöhntes Gör bin und so. Also dafür stehe ich auch. Also, ich mache überhaupt kein Hirn. Nein, du bist nicht nur ein verwöhntes Gör, du bist eine Made im Speck. Ja. Eine fette Made im fetten Speck. Ja, so kann man das auch. Muss man so sagen. Ja, aber ich bin ehrlich und sage auch, dann bin ich zu viel Schwein und genieße das auch. Ja, also du hast nicht die Absicht, das irgendwie zu verändern. Nee. So, jetzt kann man ja sagen, 12.000 Mark ist so viel Geld, da könnte man irgendwie vielleicht, wenn man schon so viel Kohle im Monat zur Verfügung hat, ein bisschen was Gutes machen. Unterstützt du vielleicht irgendeinen Verein oder irgendwelche hilfsbedürftigen Menschen oder irgendeine... Ja, also durch Spenden habe ich zum Beispiel, den Schachverband habe ich schon was gespendet. Dem Schachverband? Ja, ja. Ja, die werden es auch nötig haben. Nee, und dann habe ich, wie heißt das, ich habe das früher gemacht für, das ist so... Hanfofon in der Schweiz gewesen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, sag mir gar nichts. Das ist, die wollen legalisieren den Hanf in der Schweiz. Ach so. Ja gut, das sind ja auch gerade nicht die armsten Leute. Aber und du, auch nicht die, ja, du meinst jetzt humane Hilfe oder so. Ja, aber ich so Spendengelder nach Kosovo oder so. Nicht mal, nein, es gibt ja vor Ort genügend Leute, die es brauchen. Schwer krebskranke Kinder, die keine Eltern haben zum Beispiel. Ja. Oder ja. Es gibt 1000 Organisationen, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Hast du da, wenn du das doch wenigstens noch machen würdest... Ja, aber da sage ich mir mal, wie heißt das? Das macht, weiß ich, dass das mein Vater macht. Und so viel Geld habe ich dann, glaube ich, auch nicht. Ah, also, Ben, sag's nicht. uns geht allen die Hutschnur hoch. Mein Gott, eigentlich wünsche ich dir, dass du mal so richtig auf dem Zahnfleisch gehst. Dass du mal so von ganz unten alles alleine bewerkstelligen musst.
aus Selbsterfahrung heraus. Ja, sowas, genau sowas, so eine möchte ich nach meinem Psychologiestudium machen. Mhm. Ich möchte nämlich gerne 2 Jahre nach Tibet gehen, im Kloster richtig, und dann mal schauen. Und dann aber auch ohne Kohle dahin gehen. Ja, ohne Kohle, so wirklich wie die Mönche da leben. Mhm. Und das habe ich mir nach dem Studium vorgenommen. Also, so, nicht, dass jetzt... Ja? Also total in Armut. Genau dieser Gegenteil. Mhm. Damit man was... Sonst nützt mir ja mein ganzes Psychologiestudium, wenn ich ja nur die eine Hälfte des Lebens kenne. Nein, ja, du wirst die Menschen gar nicht verstehen, wenn du dich als Psychologen mit Menschen auseinandersetzt. Und, ja, es ist schon ein sehr ungewöhnliches Leben. Kommt dir denn zumindest manchmal so der Gedanke, mein Gott... Also der Dankbarkeit, wem gegenüber auch immer, habe ich es gut getroffen? Lebe ich auf der absoluten Sonnenseite des Lebens? Kommt ja, schon mal... Das ja. Das ja. Mhm. Ja. Also das weiß ich auch, das ein bisschen bin ich mir bewusst. Mhm. Also jetzt habe ich mich unterhalten mit gerade keinem Millionär, aber so in Relation bist du schon ein Millionär. Nämlich was du bekommst, wie alt du bist und wie alles so einfach funktioniert. Gut. Danke dir für die Offenheit, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute, okay, Ben. Danke. Wiederhören. Also, das war ja schon mal ein ganz interessanter Anfang. Ich möchte mit Leuten reden, die müssen nun wirklich nicht unbedingt Millionäre sein. Das wollen wir nicht so ganz eng sehen. Aber Leute, die im Geld schwimmen, die sagen, ich habe gut Kohle, ich habe es mir verdient oder es ist mir so zugeflogen, wie der Ben das gerade gesagt hat. Ich genieße das oder ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Oder vielleicht auch mit Leuten, die mal ganz viel Kohle hatten, einen Lottogewinner beispielsweise und der alles verprasst hat und es nicht geschickt angelegt hat. Das wäre auch mal ein interessanter Aspekt dieses Themas. Ich schwimme im Geld. Ich nicht, aber sicher viele von euch. Und wenn ihr Lust habt, mich anzurufen, dann macht es unter 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110 und nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Jürgen. Ja, hallo, grüß dich. 22, also nicht Jürgen, sondern Jürgen. Ja, Jürgen mit Ö ist richtig, ist ein dänischer Name. Ja, es klingt schöner als Jürgen. Ich bin neidisch auf dich. Oh, danke. Jürgen, du schwimmst im Geld? Nee, nicht ganz. Also ich tue so, als oder ich hab's getan bis zum Anfang des Jahres, als ob ich im Geld schwimmen würde. Hab's nach außen so ausgelebt, aber dem war halt nicht so. Hab einen ziemlich hohen Lebensstandard aufgebaut und wie hoch? Hab mich dadurch, ja, sag mal so, nette Wohnung im teuren Stadtviertel und... Wie groß ist deine Wohnung oder war deine Wohnung? Ist deine Wohnung? Ja, noch ist. Also ich habe es jetzt so durch einen Glücksfall, sag ich mal, so noch behalten können, aber es stand schon alles an, was ich, Zwangsräume und sowas alles. Wie groß? Ist ungefähr 50 Quadratmeter, aber eine wunderschöne Terrasse, Strandnähe und... Strandnähe? Kennst du Warnemünde? Ja, kenne ich. Also nicht gut, ich war einmal ganz kurz da. Ja, musst du wieder herkommen, das ist fantastisch hier. Also auf großem Fuße gelebt mit einer tollen Wohnung, einem Apartment mit Blick aufs Meer zum Strand raus. So ungefähr kann man das sagen, ja. Was noch auf großem Fuße? Ich hatte ein nettes Auto, also für mich und für meine Verhältnisse waren das im Prinzip ein Neuwagen. Mit 18 habe ich, nee, 19 habe ich den bekommen. Welche Marke? Toyota, also war nicht so großer, aber war halt im Prinzip ein nettes Auto. Und als Neuwagen hat er auch noch einen Wert von 20.000 Mark gehabt. Und den musste ich natürlich auch irgendwie abbezahlen. Das habe ich auch eine ganze Weile lang geschafft, weil ich dann auch noch Arbeit hatte und alles so in diese Richtung, das auch gut funktioniert hat. Und naja gut, dann habe ich aber auch noch ein leidiges Hobby, das Telefonieren und das mit Gott und der Welt. Und ja, ich bin eigentlich vielleicht ein Mensch, der am Telefon besser kommunizieren kann als so privat mit den Leuten irgendwo unterwegs oder weiß der Geier wo. Also ich bin vielleicht nach außen hin irgendwo schüchtern, aber so am Telefon überhaupt nicht. Also noch habe ich das Ganze nicht richtig verstanden. Also ich habe so verstanden, dass du auf großem Fuße bisher gelebt hast, eigentlich mehr ausgegeben hast, als du verdient hast, eingenommen hast. Das fing so mit 17, 18 Jahren an. Nur eigentlich schon früher mit dem Telefonieren. Mhm. Aber wie hast du denn diese Ausgaben finanziert, wenn du das Geld nicht hattest? Wie hast du das Auto bezahlt, wie hast du die Wohnung bezahlt, wie hast du die Telefonrechnung bezahlt? Ja, ich habe leider nicht immer alles bezahlt. Also ich habe die Telefonrechnung bezahlt, damit der Telefonanschluss bleibt. Und alles andere habe ich irgendwo dann irgendwann angefangen zu vernachlässigen. Und dadurch habe ich einen riesen Schuldenberg mir aufgebaut von fast 60.000 Mark. Aber 60.000 Mark, das ist eine Menge. Da kam jetzt aber letztens erst ein Glücksfall dazu. Ich habe ein Auto gewonnen und damit finanziere ich, sag ich mal, so einen Teil der Schulden. Das ist ja verrückt, dass solche Leute dann auch noch ein Auto gewinnen. Was hast du jetzt für ein Auto gewonnen? Na, diese Elefantenrollschuhe hier, smart.
Naja, immerhin, immerhin. Ja gut, es ist ein nettes Auto. War sogar ein Cabrio, also... Ist doch sehr schick. Das schade, dass ich den wieder verkaufen musste. Wie hast du das gewonnen? Oder in welcher Lotterie oder wie? Da gab's so ein Gewinnspiel hier von so einer Telefonfirma und einem anderen Fernsehsender. Und das war schon ganz... Und da gewinnst du auch gleich dann noch ein Smart Cabrio. Ja, war nicht schlecht. Was hast du denn bisher, du bist 22 Jahre, habe ich auch gerade gesagt, bisher so gearbeitet, um zumindest ein bisschen Geld reinzukriegen? Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Koch gelernt, war nicht so meine Welt. Habe danach gekellnert in der Diskothek, habe in der Spielbank als Croupier gearbeitet. Mhm. Und jetzt mittlerweile, um das Geld wirklich schnellstmöglich reinzukriegen, weil ich ja irgendwann mal wieder auf Null sein will, arbeite ich doch als Callboy. Ach, das auch noch. Also, es wird ja immer bunter. Das Ganze. Also, mein Leben ist so verwirrt, aber ich muss also, da irgendwie helfen. Erstmal halte ich fest, du bist ein Hochstapler, ne? Kann man ja so sagen. Der Hochstapler hat sich verschuldet, Richtig. Aber dann hat der Hochstapler auch gleich wieder Glück und gewinnt ein Smart Cabrio, um so ein bisschen seine Schulden wieder abzuzahlen. Mhm. Und dann kam der Hochstapler auch noch auf die Idee, ach, wie könnte ich vielleicht noch mehr Kohle machen? Ich arbeite als Callboy. Korrekt, ja. Korrekt, ne? Mit 22 Jahren. Ist schon eine illustre Biografie, wenn man sich das so vorstellt. Ja, leider, wenn man das so sagt. Ne, leider. Wenn man aber so... ich merke schon, naja, leider, aber du machst es ja auch alles so mit und arrangierst es so auch. Ich merke aber, dass du schon auch Bock und geil bist auf Geld, ne? Denke ich schon. Oder auf Luxus oder auf, ja, auf all das Ambiente, was mit Geld verbunden ist. Sonst hätte ich diese Wohnung nicht. Die ist wirklich fantastisch. Obwohl sie nur 50 Quadratmeter groß ist. Gegenüber Bens Wohnung ist das ja ein kleines Loch wahrscheinlich. Ich habe gehört, ja. Also im Prinzip ist das eine Muckerbuchte. Ne? Ich wollte mich da was anderem umschauen. Hör mal, Jürgen. Seit wann arbeitest du jetzt als Callboy? So seit Anfang des Jahres auch. Also nachdem ich dann irgendwie... Ich habe so einen Schnittpunkt gehabt am Anfang des Jahres. Das ist der 26.02. Da habe ich im Prinzip vorher schon angefangen, als Callboy zu arbeiten. Ich habe einen Absturz gehabt, psychischer Hinsicht. Mhm. Ich bin vollkommen wegen dieser ganzen Situation vollkommen abgeklappt. Mhm. Und dann bin ich auch ins Krankenhaus gekommen, habe dann im Prinzip auch eine Therapie gehabt, Psychotherapie. Und Resultat der Therapie ist, dass du dann als Callboy arbeitest? Nein, das hat mir dort nicht gesagt. Also es ist halt im Prinzip so, dass ich überhaupt jetzt erstmal wieder klar denken kann und im Prinzip das angehen kann. Ich habe auch eine Schuldnerberatung, die mir jetzt hilft, mit den ganzen Finanziellen da irgendwo auf die Reihe zu kommen. Mhm. Der fährt natürlich auch toll mit dem Auto. Der kommt das erste Mal, sagt, da ist einer hier, wo ich anfangen kann zu streichen mit den Summen, wo du schon selber bezahlt hast. Das ist wahrscheinlich äußerst ungewöhnlich. Dann hat es angefangen mit der Callboy-Arbeiterei. Wie viel nimmst du pro Auftritt bei jemandem? Das kommt drauf an. Pro Stunde 250, für den Abend 750. Bedienst du Frauen oder Männer oder beide? Männer. Männer? Nur Männer, ich bin schwul, ja. Du bist schwul. 750 Mark pro Abend. Ja, das denke ich schon so vor 8 Stunden ungefähr. So müssen wir damit nett ausgehen und das ist dann ein bisschen netter. Also ich bin jetzt nicht so einer von der Straße, den du dir am Bahnhof holen kannst oder so. Ich das ist schon ein bisschen gepflegter. Exklusiver bei dir. Ja, schon, ja. Wenn dann richtig. Aber da musst du, wie oft bist du im Einsatz? Jeden Tag? Jeden Tag halt nicht, manchmal schon. Also es kommt drauf an, in der Urlaubszeit. Natürlich hier oben ganz besonders. Aber ansonsten, ich bin auch in Deutschland unterwegs in diesen ganzen Situationen. Da gibt es viele Leute, die holen sich die Leute von weit her, als um vor ihr Haustür zu gucken. Pass auf, Jürgen, jetzt ist es interessant, mit dir zu reden, aber wir müssen Schluss machen, weil mit der Leitung was nicht stimmt. Die Worte kommen immer so abgehackt manchmal rüber. Die kommen nur abgehackt? Manchmal, nicht die ganze Zeit, aber manchmal. Dein Ziel, sag's mir doch, was wäre dein Ziel, dein Lebensziel, was du so in den nächsten 10 Jahren erreichen möchtest? Schuldenfrei sein, dann auch dann mit der Kräubergeschichte, wenn ich schuldenfrei bin. Mhm. Und vielleicht irgendwann mal auch einen lieben, netten Freund finden, weil bis jetzt hat das noch nicht so geklappt. Ist ja interessant. Es fällt nicht das Wort, ich möchte 1 Million auf dem Konto haben, um frei leben zu können. Das ist gar nicht so wichtig. Geld ist für mich nicht mehr wichtig. Es war irgendwo mal ein Punkt. Geld ist klar, man braucht es zum Leben, zum Ausgeben, okay. Aber ich habe im Prinzip damit schon viel Scheiße gebaut und deswegen sage ich mal so, wenn man Geld im Leben hat, dann ist es okay. Das ist schon sehr lustig. Ein 22-Jähriger sagt, ach, also Geld ist nicht mehr so wichtig für mich. Es ist wichtig. Also ja, ich habe schon verstanden. Geld kannst du ist nicht existieren, aber du musst es auch verdienen. Also ich wünsche viel Glück und alles Gute, Jörg. Ich danke dir fürs Gespräch. Auf Wiederhören, ich danke auch. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ich schwimme im Geld. Wer von euch schwimmt im Geld? Hat eine ganze Menge Kohle und ist stolz darauf? Oder will vielleicht noch mehr haben?
ruft mich an, 0800 5678 111. Es kostet euch auch überhaupt gar nichts. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Bernd ist jetzt dran und Bernd ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Tag. Du bist wohlhabend? Ja, doch, ich glaube schon. Zwar nicht so ganz wahnsinnig, also ja, aber ich kann recht gut leben. Mein Vermögen insgesamt beträgt etwa 1,8 Millionen Mark. Da kann man sagen, das ist schon ein ordentliches Stück Geld. Ja. Wie hast du dieses Vermögen erarbeitet? Oder hast du es überhaupt erarbeitet? Ja, ich habe es erarbeitet, fast von Kindesbeinen an und habe hart gearbeitet und lange, also auch Samstag und Sonntag, häufig auch Nächte durch und so, vor allen Dingen am Anfang, die ersten Jahre. Was hast du gearbeitet? Und ich war Industriefotograf von Beruf. Ja, ja. Und habe auch nicht sehr aufwendig gelebt, habe also auch sehr viel zur Seite gelegt. Mit dem Ziel, eigentlich, wenn ich mich anstrenge, könnte ich es vielleicht so mit 50 geschafft haben, mich zur Ruhe zu setzen. Ach, das war damals schon immer ein Ziel, als du ein junger Mann noch warst. Ja, komischerweise habe ich das also schon dieses Ziel so schon mit 15, 16, 17 im Kopf gehabt und habe gedacht, also wenn man intensiv arbeitet und darauf hinarbeitet, dann kann man das vielleicht schaffen. Hast du denn all die Jahre als Fotograf gearbeitet? Ja. Und ja, da kann man wirklich dann so viel Geld verdienen, dass man... Ich hatte eine kleine Firma und die habe ich jetzt vor einigen Jahren verkauft und habe erstens mal dadurch auch etwas wieder an Kaufpreis noch bekommen und zweitens kriege ich also heute noch eine kleine Umsatzbeteiligung. Mhm. Das heißt, du hast dich jetzt wirklich zur Ruhe gesetzt und genießt deine 1,5 oder 1,8 Millionen, hast du gesagt. Ja. Wie hast du diese 1,8 Millionen Mark angelegt? Einmal in Immobilien, allerdings überwiegend zum Selbstbewohnen und zweitens eigentlich immer in Aktien. Also auch schon vor etwa 25, 30 Jahren oder 35 Jahren habe ich also schon angefangen zu spekulieren, zwar nicht in hohem Maß und auch relativ vorsichtig. Also nie richtig schlimm auf die Nase gefallen? Ich habe immer mal wieder etwas verloren, aber dann aber auch wieder entsprechend wieder gewonnen. Also richtig auf die Nase gefallen bin ich eigentlich nicht. Ich habe zwar sicherlich einige Einbrüche gehabt, die aber nicht gravierend waren. Das hört sich alles sehr, sehr wirklich bedacht und pragmatisch angegangen an. Ne? Also sehr konzentriert, alles überlegt und es hat dann auch geklappt. Ja, du sagst, das meiste Geld hast du in Immobilien angelegt, die du teilweise auch selbst bewohnst. Und ja, dann ausschließlich selbst bewohnst. Ausschließlich bewohnst, ja. Man hat immer so Vorstellungen, wenn man hört, da hat jemand ein Vermögen von 1,5 Millionen. Wie viel bleibt dir denn dann so im Monat übrig, dass du so richtig ausgeben kannst an Nettoeinnahmen? Ja, also ich benötige, so wie ich jetzt lebe, im Monat, ich schätze mal so um die 4.000, vielleicht 5.000 Mark. Mehr nicht? Mehr nicht, nein. Ja. Allerdings kommen da hinzu für Reisen, das entnehme ich dann halt aus Aktiengewinnen im Jahr etwa, ich schätze mal so 40.000 bis 50.000 Mark. Also etwa die gleiche Summe dann nochmal, die ich so zum Leben benötige. Bist du verheiratet? Nein. Du lebst allein? Ich lebe allein, ja. Wie ist das so? Hast du andere Luxusgüter auch? Ein großes Auto zum Beispiel? Ja, ich habe 2,7er BMW. Oh ja, das ist natürlich schon... Allerdings beide jetzt etwa 8 Jahre alt. Warum hast du zwei 7er BMW? Einer reicht doch auch aus. Da ich an verschiedenen Orten wohne und da auch hin und her wechsle, habe ich an dem einen sowie am anderen Ort jeweils ein solches Fahrzeug. Das ist verständlich. Das heißt, du hast auch zwei schöne Häuser, in denen du lebst. Einmal eine Eigentumswohnung in einer Großstadt und einmal ein Familienhaus in landschaftlich etwas schönerer Lage. Magst du verraten, wo? Ich brenne darauf. Gut, also ich wohne mitten in Frankfurt, aber den zweiten Wohnsitz möchte ich jetzt nicht. Möchtest du nicht reden. Das ist natürlich ein tolles Lebenskonzept, eine Wohnung in einer Großstadt zu haben und dann zum Erholen Seele baumeln lassen, halt dann irgendwo in den Süden oder wo auch immer hinzufahren. Genau, ja, also ich möchte sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Also so, wie du das jetzt alles gemacht hast und wie es sich auch entwickelt hat, würdest du sagen, das ist so gelungen. Ich kann froh sein, dass alles so gekommen ist, wie es kam. Ja, eigentlich ja. Also gut, ich meine, ein bisschen Glück gehört natürlich dazu. Da ist gar kein Zweifel. Gesundheit gehört dazu, dass man viel und lange und ordentlich arbeiten kann.
wenn das natürlich, wenn man kein Glück hat oder eben die Gesundheit nicht so ganz in Ordnung ist, dann kann man das wahrscheinlich auch nicht so erreichen. Mhm. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch ein bisschen Zähnebeißen. Zähne zusammenbeißen, klar, manchmal dazu. Zähigkeit aber, auch. Ja, oder auch Zähigkeit, ja, möchte ich sagen, ja. Mhm. Wie ist es so, Stichwort Neid, deine Umwelt, deine Freunde, Verwandten, Bekannte, die wissen, kriegen das ja mit, dass du ganz gut Kohle hast. Wie geht man mit dir und mit der Tatsache um? Ja, also da muss ich sagen, etliche wissen da nicht so genau Bescheid und einige, die wissen es, denen geht es aber zum Teil auch bedeutend besser. Denen geht es noch besser, da bist du ein kleines Licht dann. Ja, fast sogar, ja. Wenn ja, man so viel Geld hat, und das ist ja nun doch auch schon viel Geld, und sich viele Wünsche erfüllt hat, die hast du dir erfüllt mit deinem Haus, der Wohnung, den Autos. Ja. Gibt es noch sowas Materielles, wo du sagst, das möchte ich gerne noch mir anschaffen oder diesen Luxus möchte ich mir gönnen demnächst? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also da fällt mir im Moment eigentlich nichts ein. Ist man dann zufrieden oder fühlt man sich dann auch so ein bisschen satt und denkt, naja... Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Mhm. Ich fühle mich eigentlich doch recht glücklich und zufrieden. Kommen dir manchmal so Gedanken durch den Kopf, dass du vielleicht irgendwie sogar ein schlechtes Gewissen hast, dass du auch, so wie der Ben, aber du hast es dir nur wirklich erarbeitet, insofern ist es ein ganz anderes Thema, aber dennoch lebst du ja auf der Sonnenseite des Lebens. Ja. Und es gibt, die meisten Menschen auf der Welt leben halt ganz anders als du. Ja, also... was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich natürlich schon privilegiert. Mhm. Ich habe gerade vor einiger Zeit eine etwa gleichaltrige Frau auf einem Schiff getroffen, mit der ich mich so auch ganz gut verstanden habe. Und wir haben also lange und viele Gespräche geführt. Und sie sagt auch, also sie ist also ziemlich genau in der gleichen Situation wie ich. Reist allerdings erheblich mehr. Sie ist fast ständig unterwegs. Und die sagt also, sie fühlt sich derart privilegiert und genießt das jeden Tag und denkt auch jeden Tag daran, was sie sich alles leisten kann und wie sie sich das leisten kann. Also das ist mehr so ein Genuss und eine Dankbarkeit als denn ein schlechtes Gewissen. Ja, möchte ich sagen. Mhm. Ja, so empfinde ich das auch. Mhm. Ja. Nein, ein schlechtes Gewissen brauche ich, glaube ich, nicht zu haben. Ich habe in meinem ganzen Leben niemanden übers Ohr gehauen oder irgendwie betrogen oder so irgendwas. Nein, also absolut nicht. Also ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Bist du eigentlich verheiratet? Ich glaube nicht, ne? Das habe ich jetzt so ausgehört. Ich bin alleine, ja. Mhm. Auch keine Kinder? Auch keine Kinder, Wer wird das mal alles erben? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Frage stellt man sich doch, wenn man wohlhabend ist. Ja, gut, ich habe also ein Testament gemacht vor schon längerer Zeit und da sind also etliche Leute, mit denen ich halt irgendwie zu tun habe, die ich auch als entsprechend gut einschätze, berücksichtigt. Mhm. Ich würde dich gerne noch zu deiner Meinung fragen, ich weiß nicht, ob du die ganze Sendung schon mitverfolgt hast gerade. Hast du den ersten Teil habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich am Telefon eben hier saß und da habe ich also einiges nicht verstanden und auch darauf mit euren Leuten zweimal gesprochen habe. Und insofern habe ich also einen Teil nicht mitbekommen. Hast du den ersten Anrufer, den Ben, mitbekommen? Ja. Ja. Was denkst du zu solchen Jungs? Ja. Finde ich nicht gut. Nein. Mhm. Man soll es erst mal sehen, dass man selbst was auf die Reihe kriegt und ich weiß nicht, irgendwie gehört das doch auch dazu, dass man sich selbst irgendwie beweisen will. Mhm. Sicher einfacher ist natürlich dessen Weg, das ist gar kein Zweifel. Die Gefahr besteht natürlich, aber so ein bisschen wittert er es, glaube ich, auch, dass man irgendwann zu einem ganz leeren, degenerierten Menschen wird. Ich glaube, die Chance dazu ist sehr hoch. Mhm. Oder sagen wir, das Risiko ist sehr hoch, dass das so passieren kann. Also Bernd, ich wünsche dir noch viele Jahre, dass du das Geld und das, was du dir erarbeitet hast, genießen kannst. Ja, danke. Viele tolle Reisen und danke. Schöne Monate und Wochen in deinem Landhaus. Mhm. Alles Gute. Alles Gute für die Sendung weiter. Dankeschön. Ich sehe sie eigentlich jeden Abend und das seit vielen Jahren und habe mich neulich mal fürchterlich geärgert. Da habe ich also, war ich eine Woche unterwegs gewesen, habe es programmiert und habe irgendwie... das war im April, die Zeitverschiebung nicht berücksichtigt, aufgrund der Zeitumstellung und lag genau eine Stunde daneben. Ich habe ja also gerade noch die ersten Worte oder die letzten Worte habe ich mitbekommen, dann war ich fürchterlich geärgert, dass mir eine Woche verloren gegangen ist. Also wir sehen und hören uns jeden Abend. Das schließe ich aus. Tschüss, Bernd. Danke. Tschüss. 1:29:34 und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause.
1.30 Uhr und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, ich schwimme im Geld und ich möchte mit Leuten reden, die so richtig gut Kohle und Knete haben. Erzählt mir darüber, wie ihr dazu gekommen seid, wie es euch damit ergeht. Telefonnummer 0800 5678 111. Ich hätte eigentlich heute zur Feier des Tages anstatt Wasser hier in der Pause vielleicht Champagner trinken sollen. Aber wir haben uns gedacht, dass verwahre ich mir auf für Montag. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es etwas sehr Besonderes zu begehen, zu feiern. Es gibt die 1000. Ausgabe von Domian. Das hätte ich nicht gedacht, als wir damals vor 5 Jahren angefangen haben, dass diese Sendung so lange und so erfolgreich besteht. Wir werden am Montag das ein bisschen feiern, begehen. Und ich bitte euch, das ein bisschen mitzumachen oder auch ein bisschen euch daran zu beteiligen. Ihr könnt dann nämlich den Spieß hier rumdrehen und ihr könnt mich anrufen und mich befragen zu allen möglichen Sachen. Hier zur Sendung, zu Person, zu Meinung, meiner Meinung, zu verschiedenen Themen, was auch immer. In der Nacht von Montag auf Dienstag die 1000. Sendung Domian. So, und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Eberhard. Und Eberhard ist 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen oder schönen guten Abend. Ich werde gleich schlafen gehen. Ja. Du bist ein reicher Mann, Eberhard. Ja, ich weiß nicht, was so als reich bezeichnet ist. Mein Wertpapierdepot umfasst heute aktuell ca. 900.000. Also eine knappe Million auch. Ja. Das würde ich dann schon auch als reich bezeichnen, ja. Wie ja, wenn man noch die Immobilien dazu rechnet, dann ist eine Million erreicht. Ja. Wie hast du dir dein Geld erarbeitet? Ja, über Aktien. Über Aktien? Über Aktien, ausschließlich über Aktien? Also was ich gehört. Den Grundstock habe ich Prämie bei der Bundeswehr bekommen. Mhm. Und dann ja, nahezu ausschließlich über Aktien, weil was ich so im Arbeitsleben verdient habe, das habe ich verbraucht. Mhm. Was hast du vom Beruf gemacht? Oder was machst du noch? Ich bin Werkzeugmacher mit CNC-Programm. Und bist du immer noch im Beruf? Oder hast du ja, ich arbeite noch 24 Stunden, solange ich mich abgewöhne. Also du brauchst es eigentlich nicht, aber du machst es. Ja, hauptsächlich wegen der Sozialversicherung. Ja. Du sagst, das hat mit dem Ablösegeld von der Bundeswehr angefangen. Wie alt warst du da? Da war ich 22. Also vor gut 20 Jahren ungefähr hat es angefangen. Wie hoch war diese Ablösesumme? Das waren 20.000. 20.000. Du hast diese 20.000 gleich als Paket genommen und hast dafür Aktien gekauft? Ja. Weißt du noch, welche Aktien du damals zuerst gekauft hast? Ja, das war ein Mannesmann, ausschließlich Mannesmann. Ausschließlich Mannesmann. Also ein gutes Gefühl damals schon gehabt. Ja, damals war ja das Geschäft mit den Russlandgas im Gespräch. Ja, Röhren, und genau. Den Röhren, ja. Und dann habe ich so einfach mal liegen lassen und bis sie nicht steigen. Hast du denn auch so diese heißen Spekulationen gemacht? Und die mache ich jetzt. Die machst du jetzt. Das heißt, du verlierst auch ab und zu Kohle oder hält sich das in Grenzen? Ja, das passiert auch schon mal ab und zu. Mhm. Hast du denn für all die Leute, mittlerweile haben ja fast alle Menschen Aktien, einen Tipp, was vielleicht sehr interessant ist derzeit? Die Börse dümpelt ja so dahin zurzeit. Ich weigere mich, Tipps abzugeben, weil wenn ich einen Tipp abgebe und es trifft nicht ein. Ja, natürlich. Also wir würden dich auch nicht haftbar machen. Es ist vielleicht nur interessant von jemandem zu hören, der sich jetzt seit 20 Jahren da intensiv mit beschäftigt. Interessant sind Norddeutsche Raffinerie. Mhm. Das ist der weltweit zweitgrößte Kupferhersteller. Mhm. Sehr interessant auch in Bezug auf Dividenden und aktuellen Kaufkurs. Mhm. Und so aus dem neuen Markt, beschäftigst du dich damit auch? Ja, das sehe ich aber momentan nichts Interessantes. Mhm. Mhm. Also auch ein sehr bedachter Mensch, ich merke das schon. 900.000 Mark, fast 1 Million. Was machst du mit dem Geld? Wie genießt du das? Ja, ich bin jetzt dabei, meinen Segelschein Segelschein binnen zu machen, Motorensegel. Dann werde ich mir eine Yacht kaufen und dann mal schauen, wie wir weiterleben. Mhm. Lebst du denn relativ normal noch oder sieht man es relativ normal. Was hast du für ein Auto, wenn ich fragen darf? Ich habe zwei Autos, ein Fiat X19 und ein Fiat Maria Weekend. Mhm. Das geht ja auch noch.
Das sind ja nicht auch so die protzigsten Autos. Ja, aber ich habe mir schon das nächste Auto bestellt. Ach so, also ein Auto-Tick hast du schon ein bisschen. Ja, gehört ja auch dazu. Ja. Das war ein SLK, Mercedes SLK. Nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich auch sehr schön. Ja, mir gefällt vor allem dran, hat ein festes Dach bei schlechtem Wetter. Mhm. Man kann offen fahren. Ja, genau. Wie ist es bei dir mit Arbeitskollegen? Du arbeitest ja noch in einer Werkstatt oder wie man das nennt. In einer Firma, ja. In einer Firma arbeitest du. Die Leute wissen die Bescheid, dass du eigentlich gar nicht arbeiten brauchtest. Zum Teil wissen sie es, zum Teil auch nicht. Ich habe es nur denen gesagt, mit denen ich mich sowieso gut verstand. Und ja, die sagen einfach, dir gönn nichts. Du bist einfach Mensch geblieben. Ach so, das ist ja sehr freundlich. Hast du Familie und bist du verheiratet? Ich bin geschieden, ich habe allerdings einen Sohn. Durch Ehevertrag hat meine Ehefrau nichts von dem Geld. Man sagt ja immer so, Geld macht nicht glücklich, aber Geld beruhigt. Ich sag mal, Geld verpflichtet. Zu was? Auch zu sozialem Verhalten. Machst du das? Ja. Erzähl mal, was du machst. Ich unterstütze hier in meiner Stadtteilgemeinde die Kirche, damit sie die Jugend von der Straße holt, mit Computer und Internet. Und das ist so eine kontinuierliche Sache, ja, die du da so im Auge hast und immer wieder auch Geld reinbutterst. Ja. Ja. Also Geld verpflichtet, finde ich einen sehr ehrenwerten Ansatz, dass du das so siehst. Dennoch auch nochmal die Frage, aber es beruhigt doch auch enorm, ne? Natürlich. Oh ja, das beruhigt enorm. Also wenn du jetzt nichts hättest... Ich habe eine ganz andere Arbeitseinstellung. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen in die Arbeit gehe. Das hängt von meiner Lust und Laune ab. Du kannst doch auch wahrscheinlich deinem Chef ganz anders gegenübertreten. Natürlich. Ne? Aufgrund der Tatsache, dass du nicht von ihm abhängig bist, ne? Nee, er ist von mir abhängig. Ja, genau. Der einzige Programmierer in der Firma. So ist das, ja. Weiß er das, dass du so wohlhabend bist und auch eigentlich die Brocken jeden Tag... Wie wohlhabend? Ich bin, weiß er nicht, aber er weiß, dass ich wohlhabend genug bin, dass ich nicht mehr auf ihn angewiesen bin. Also es beruhigt einen und es macht einen auch selbstbewusst, ne? Natürlich. Ja. Was sind denn deine, du bist ja nur auch erst 43 Jahre alt, was sind denn deine weiteren Ziele? Wohin willst du noch finanziell? Oh, ich denke mal so bei 3-4 Millionen Euro wird es gut sein. Millionen Euro, dann wird es gut sein. Das ist wirklich eine Stange Geld, ne? 3 Millionen Euro. Ja, ich möchte mir später eine Hochseesegeljacht kaufen und dann 6 Monate im Jahr unterwegs sein. Mhm. Und Hochseesegeljachten sind unglaublich teuer, ne? Ja, so abgebrauchte, so ab ca. 300.000. Ach doch, dafür kriegt man das schon. Ja, ne, 18 Meter, ja. Ich war vor 2 Jahren in Italien, in Portofino. Oh, das sind natürlich die ganz teuren, ja. Ja, und da habe ich nicht in Portofino gewohnt, weil da wohnen nur wirklich die super, super Reichen, sondern habe einen Ausflug nach Portofino gemacht. Und da fuhr gerade eine Yacht ein. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Es hatte eine arabische Flagge, ich konnte das nicht deuten. Ein Riesenschiff. War wahrscheinlich eine Yacht. Ich habe keine Ahnung. Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass dann auf dem Schiff, in den Farben des Schiffs, ein Hubschrauber auch noch stand. Ja. Und irgendwann kam dann völlig... Ja, gut, das sind die 60 Millionen Yachten. Ja, da habe ich auch gedacht, das ist ein unendliches Vermögen wahrscheinlich, was die Leute da hingeblättert haben. Ja, was heißt unendlich? Dann bist du halt noch 10 Jahre alt. So kann man natürlich auch sehen. Also ich wünsche dir deine Yacht und viele tolle Stunden auf dem Meer. Und ich wünsche dir... noch viel mehr Stunden. Vielen, vielen Dank. Weißt du, das muss ich dir auch sagen. Ich freue mich auch sehr, jetzt auch wieder über diese Sendung. Das beweist mir, was für ein riesen gefächertes Publikum wir haben. Das nämlich auch Leute wie du und halt auch Leute aus ganz anderen Schichten, wie man es vielleicht manchmal vermuten könnte, hier bei uns sind und uns zuhören. Ja, das ist ein Wunder, dass auch ich mal durchgekommen bin. Es ist sehr schwer durchzukommen, muss ich auch leider sagen. Stimmt, ja. Und ich freue mich und ich wünsche auch den Leuten, die nicht so viel Glück hatten, dass sie in Zukunft mehr Glück haben. Das ist sehr nett von dir. Ich bedanke mich für den Anruf und wünsche alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und auch den Leuten allen. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Jetzt ist die Gabriele dran. 44 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gabriele. Spreche ich mit einer reichen und wohlhabenden Frau? Nein, du sprichst nicht mit einer reichen und wohlhabenden Frau. Ich will mit dem Geld anderer und ich nehme es ihnen ab. Du nimmst das Geld anderen ab?
Ja, ich arbeite in einem Spielcasino seit 24 Jahren und habe halt mit vielen reichen Leuten zu tun. Was machst du in dem Spielcasino? Ich sitze am Roulette-Tisch. Wie nennt man das? Was ist die genaue Bezeichnung? Ein Croupier bin ich. Ein Croupier. Und zwar seit 24 Jahren. Und ich muss leider Gottes sagen, dass du heute Abend zwar sehr sympathische Anrufer hattest, aber ich glaube nicht, dass ein wirklich Reicher dabei war. Ja, so ganz, also sagen wir mal, ein Multimillionär bisher noch nicht, nein. Wie kennst du denn so richtig reiche Leute? Was zeichnet ja, sie also aus? Ich denke doch, dass wenn jemand in 1 bis 3 Minuten 10.000, 20.000 Mark verspielt, dass diese Leute wirklich reich sind. Mhm. Und die 24 Jahre, die ich diesen Beruf mache, muss ich leider Gottes sagen, dass viele dieser Leute eigentlich sehr arm sind. Mhm. Zwar reich an Geld, aber arm an sozialen Kontakten, an Freizeitgestaltung an und immer nach dem besonderen Kick suchen. Welche Hauptausstrahlung haben diese Superreichen, die du am Roulette-Tisch hast und denen du begegnest? Ich muss sagen, eigentlich für mich haben sie gar keine Ausstrahlung, sondern sind eher, wirken unausgefüllt, leer. Teilweise. Wie gesagt, immer auf der Suche. Denn Domian, stell dir vor, du gehst durch die Stadt, du schaust dir die Schaufenster an und es gibt nichts, was du nicht haben kannst. Wie hoch schätzt du, so, vielleicht kann man so eine Durchschnittszahl nennen, die Vermögen der Leute, so im Durchschnitt, die hauptsächlich bei dir am Tisch sitzen? Ja, Domian, wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir haben also über Rentner und sehr arme Leute, die ihr großes Glück suchen, bis zu sehr, sehr reichen. Wir haben das komplette Programm, das sind auch von Glücksrittern bis zu, wie gesagt, diesen sehr reichen Leuten, die halt eben mal wieder so ein bisschen Kribbeln im Bauch haben wollen oder ein bisschen, jetzt habe ich doch. Nur eins ist bei allen gleich, bei allen reichen Spielern. Sie sind doch eigentlich erst zufrieden, wenn die Taschen leer sind. Wenn die Taschen leer sind? Ja. Ja, aha. Sie müssen ja ihren Reichtum nicht irgendwie erweitern oder... denn sie haben Geld, sondern brauchen eigentlich in der Spielbank nur dieses Aha-Erlebnis, dieses Oho-Erlebnis, ihre Fans, ihre, sagen wir mal, dieses Bewundertwerden. Man kennt die wahrscheinlich dann auch schon, das sind natürlich, Dauergäste. Sie werden dann auch entsprechend empfangen und werden auch entsprechend, wir nennen das possiert. Hofiert. Und hofiert. Sag mal, in den 24 Jahren, was ist das dollste Ding, was du mitbekommen hast, was jemand gewonnen oder verspielt hat? Also gewonnen kann ich sagen, an einem Abend ein Gast 480.000 innerhalb von 3-4 Stunden. Und verloren? Verloren kann ich nicht sagen, da Roulette-Spieler sich sehr lange halten. Aber ich höre schon daraus, also du bist ja nur eine Frau mit Erfahrung in diesem Gebiet, wenn du das so viele Jahre machst, dass dich mit diesen Leuten, die auch schwer reich sind und sich das leisten können, jeden Abend dahin zu gehen oder oftmals dahin zu gehen, kein Neid verbindet. Nein, Neid verbindet mich nicht, denn Domian, also ich bin der Ansicht, die besten Dinge im Leben gibt es sowieso umsonst. Und ich möchte auch mit diesen Leuten nicht tauschen, weil diese große Leere da ist. Hast du denn schon mal so jemanden persönlich, privat auch kennengelernt nach der Arbeit? Das ist uns eigentlich untersagt, aber es ist nicht immer zu vermeiden. Und auch da muss ich sagen, es gibt sehr wenig Menschliches und sehr wenig Soziales. Gibt es da auch schon mal sehr reiche Männer, die dann versuchen, dich irgendwie in irgendeiner Weise anzumachen und zu baggern? Ja, das schon, aber ich bin ja nicht käuflich. Und mich reizt es auch nicht, denn diese Männer können eigentlich alles haben. Und können auch viele Frauen haben. Oder sagen wir mal, ja gut, nicht jeder, aber doch halt eben sehr viele Frauen haben. Aber sie geben nichts. Denn gefühlsmäßig, wie gesagt, ist das, oder überhaupt Sozialkontakte, oder ist bei denen nicht mehr viel. Da ist nicht Nun gehen jeden Abend, arbeitest du jeden Abend? Ich arbeite, ja, 5 Tage Woche. 5 Tage in der Woche. Nun gehen dann, kann man sagen, jeden Abend da Tausende, Hunderttausende von Mark hin und her über den Tisch und du bist Zeuge oder bist daran beteiligt. Darf ich dich fragen, wie viel du im Monat verdienst?
Du hast doch wahrscheinlich ein ganz normales, geregeltes Einkommen. Ich habe ein ganz normales, geregeltes Einkommen, wie viele andere in Deutschland auch. Es gibt Croupiers, die mehr verdienen. Das ist halt eben spielbankbedingt, wo die Spielbanken ansässig sind. Ich denke mal Bad Homburg und Wiesbaden, da wird mehr verdient, da wir ja nur vom Trinkgeld leben. Ach so, ihr lebt nur vom Trinkgeld? Das heißt, wir leben nur vom Trinkgeld. Du hast kein Festgehalt von der Spielbank? Bei uns gibt es ein Garantiegehalt, denn wenn jetzt theoretisch kein Gast die Spielbank besuchen würde, würden wir nichts verdienen. Das geht natürlich nicht, folgedessen haben wir ein Garantiegehalt, was aber auch aus dem Trinkgeld gezahlt wird. Erst wenn das Trinkgeld dieses Garantiegehalt nicht mehr deckt, muss der Unternehmer zahlen. Also du kriegst persönlich nicht das Trinkgeld? Nein, das wäre schön, Domian. Dann würde ich zu den Reichen und Schönen gehören. Gibt es denn so Situationen, dass ein sehr reicher Mann beispielsweise dir mal einen Tausender zuschieben will und du darfst es dann nicht annehmen? Nein, ich darf es nicht annehmen. Und das gab es? Ich muss es mit allen teilen. Warst du denn auch schon mal in der Versuchung, mal den Spieß rumzudrehen und in eine andere Spielbank zu gehen und auch selbst zu spielen? Ich glaube, das macht jeder Croupier. Ah, das machst du also auch? Nein, mittlerweile nicht mehr, aber es ist so, wenn man mit viel Geld umgeht und viel Geld in Händen hat, besteht die Gefahr, vor allen Dingen, wenn man jung ist, und das war ich damals, ich war 20, als ich in der Spielbank anfing, überhaupt das Verhältnis zum Geld zu verlieren. Dann geht das schon mal ganz schnell, auch was sind schon 100 Mark oder was sind schon 500 Mark oder 1000 Mark. Ich habe hier mit so viel Geld zu tun, das kommt und geht und hin und her. Hast du denn da auch schon mal einen höheren Gewinn selbst einstecken können für dich? Ich habe auch schon mal was gewonnen, ja. Aber das hält sich alles im Rahmen? Das hält sich alles im Rahmen. Dafür bin ich so bodenständig. Also im Moment spielst du nicht mehr, das war so die Anfangszeit. Nein, ich spiele nicht mehr. Hast du denn dennoch so einen Traum oder eine Sehnsucht, vielleicht durch einen Gewinn oder weiß ich, durch irgendeinen anderen, durch eine Fügung, auch mal an sehr viel Geld kommen zu wollen? Oder ist es dir, reicht es dir, was du hast? Nein, mir reicht es völlig, was ich habe. Und wie gesagt, ich sehe immer diese traurigen Augen oder diese leeren Gesichter. Also es wirkt richtig abschreckend auf dich, ne? Es wirkt zum Teil abschreckend. Wie lange und kann vor allen Dingen, es ist so, wenn du jetzt ganz normal verdienst oder ganz normal lebst, will ich mal besser so sagen, du lebst normal, denn du hattest auch Anrufer, die, obwohl sie 900.000 oder 1,8 Millionen oder wie viel hatten, doch eigentlich sehr normal gelebt haben. Ja, natürlich, ja. Wenn du also ganz normal lebst, ist das okay, aber ich sehe viele Leute, die, obwohl sie sehr reich sind, dem Leben nichts mehr abgewinnen können, weil sie alles haben. Alles haben können. Sind diese sehr reichen Leute, die vielleicht dann auch eher so in die Ecke der Dekadentreichen kommen, sind die noch freundlich? Beispielsweise zu dir? Oder sind sind sie freundlich, weil sie sich natürlich auch zu benehmen müssen. Also alles Show und Maskerade. Ja, ne? Wie lange kann man denn eigentlich als weiblicher Groupier arbeiten? Gibt es da auch eine Altersgrenze? Du bist jetzt 44. Dürftest du das machen bis zu deinem 60. Natürlich. Lebensjahr beispielsweise? Ja, A sagt, muss auch B sagen. Ja, das ist ja schön, wenn das so geht. Könnte ja sein, dass da... Also wenn die Männer mit dicken Bäuchen sitzen, dürfen die Frauen auch... Das sehe ich auch so, aber es ist ja leider nicht in allen Bereichen der Gesellschaft so. Und ich glaube auch, es ist so, es kommt natürlich auch darauf an, wie man da sitzt. Und natürlich. Es kommt auf die Aura an, es kommt auf die Ausstrahlung an. Also meine Liebe... Das war interessant, mit dir geredet zu haben. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, das ging bei mir ganz flott, als wenn es sein sollte. Manchmal hat man Glück, ja. Du kennst das ja mit dem Glück. Alles Gute. Gute Tschüss. Nacht, Daniel. Die gute Nacht. Tschüss, Gabriel. Tschüss. Jetzt habe ich den Philipp dran. Und Philipp ist 26 Jahre alt. Morgen, ja, hallo, Domian. Morgen, Philipp. Auch ein junger Mann. Ja. Der auch Kohle hat. Ja. Du hast viel Kohle? Ja, kann man so sagen, ja. Ja, so, doch. Jetzt frage ich gleich zack weiter, wie viel Kohle? Also ich muss sagen, ich komme aus recht gutem Hause und ich habe schon immer recht gut gelebt, auch in meiner Jugend. Und ich habe vor 2 Jahren ziemlich viel geerbt, und zwar 17 Millionen. 17 Millionen Mark hast du geerbt? Ja. Mhm. Dann muss ich erst also mal, so ungefähr. Dann muss ich als normaler Mensch ja erstmal atmen. Ja. 17 Millionen Mark. Mhm. Was war das für eine Erbschaft? Von meiner Großmutter. Waren das Immobilien, Aktien oder? Ja,
Also man kann das Vermögen nicht so konkret taxieren natürlich. Also es sind so, setzt sich eben zusammen aus Wertpapieren und Immobilien und das sind so ungefähr 17 Millionen. Und du, junger Spund, bist jetzt Herr über 17 Millionen Mark. Ja. Was für ein Gefühl ist das? Ja, es hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel geändert. Also weil du vorher auch schon wohlhabend warst. Ja, eben. Mhm. Also ich bin schon sehr wohlhabend aufgewachsen und es hat sich eigentlich in meinem Leben jetzt dadurch nicht so sehr viel geändert. Das Geld wird auch verwaltet von anderen Leuten, von den Vermögensverwaltern meiner Eltern und ich habe damit eigentlich gar nicht so sehr viel zu tun. Aber du hast den Zugriff. Wenn du sagen würdest, ich möchte jetzt 1 Million dahin pumpen, dann würde das auch gemacht. Ja, natürlich, klar. Das schon, ne? Wie lebst du, Philipp? Beispielsweise gehen wir mal so ein paar Facts durch. Hast du eine Wohnung oder ein Haus? Ich habe eine Wohnung. Wie groß ist deine Wohnung? So ungefähr 100 Quadratmeter. Wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung in guter Lage und mit schönem Blick. Ja, genau. Ja. Wie viele Autos fährst du? 2. Was für Typen? Jaguar und BMW Z3. Was hast du sonst noch für Luxus, den du genießt? Also ich liebe Kunst und Antiquitäten und gebe also sehr viel Geld für Bilder. Da kann man viel Geld ausgeben, ja. Mhm. Und wo verwahrst du? Genießt du dann auch diese Kunst? Hängt die in deiner Wohnung oder liegt das im Depot irgendwo? Nein, also damit schmücke ich meine Wohnung. Oder es ist nicht alles bei mir. Meine Eltern haben ja auch verschiedene Wohnsitze und manches deponiere ich dann noch da oder ich hänge mal was um oder so. Mhm. Aber da freue ich mich schon jeden Tag dran. Ist das eine industrielle Familie, aus der du kommst? Ich will nicht weiter nachfragen, nur so in die Richtung. Ja, das ist schon richtig. Was war das teuerste Bild, das du bisher erstanden hast? Das tollste Bild? Das teuerste und vielleicht auch tollste. Das tollste? Ja, das tollste war ein Bild von Macke. Und wie teuer war das? Ja, das hat so eine knappe Million gekostet. Mhm. Und das kannst du dann einfach so per Scheck bezahlen, wo immer das du auch gekauft hast? Ja, sicher. Das läuft dann per Rechnung. Per Rechnung also. Läuft das. Mhm. Machst du beruflich irgendwas oder studierst du? Oder ich studiere, ja. Und also ich versuche eigentlich auch so immer mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Also ich habe natürlich einen großen Freundeskreis auch bei meinen Kommilitonen. Mhm. Was studierst du? Jura. Jura. Wissen die Kommilitonen, dass du so sehr vermögend bist? Wahrscheinlich oder? Nee, nicht alle, nein. Also man merkt mir das natürlich irgendwie schon an, denke ich mir mal, weil ich ja schon anders lebe als andere. Mhm. Aber wie viel dahinter steckt, sage ich eigentlich nur denjenigen, die mir wirklich was bedeuten. Aber wenn so Leute näher an dich herankommen, kriegt man das ja zwangsläufig mit, dass du gerade kein armer Schlucker bist. Ist man da nicht automatisch immer misstrauisch, dass Leute einfach sich in dem Reichtum mitsonnen wollen, vielleicht sogar profitieren wollen von dem Geld, auch von der gesellschaftlichen Stellung, die man hat? Ja, das ist ein großes Problem, das stimmt. Mhm. Da habe ich auch einige böse Erfahrungen gemacht. Das bedeutet doch eigentlich, dass du eher Leute suchst, Freunde oder Freundinnen, die so das gleiche Niveau haben, auch gesellschaftlich und finanziell. Ja, ich suche sie nicht. Also ich kenne natürlich viele durch meine Schule und durch den Freundeskreis meiner Eltern und so natürlich. Aber ich versuche eigentlich immer so am Boden zu bleiben und also auch andere Freundschaften mit sogenannten Normalen zu pflegen. Ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Also mein Freundeskreis ist sehr breit gefächert. Hast du im Freundeskreis einen Menschen, der, BAföG kriegt, ganz normal lebt? Ja, natürlich, klar. Und das funktioniert? Ja, sicher. Aber das dauert eine Weile. Mhm. Aber bist du denn da nicht irgendwie so, kommt man da nicht, wenn man denn sehr eng mit so jemandem befreundet ist, vielleicht so in das Gefühl hinein, ach komm, dem schenke ich jetzt mal 100.000 Mark, mir tut's nicht weh und dem hilft es unglaublich weiter? Nee. Das nicht? Da ist so eine innere Stimme, die verbietet einem das, weil sie sagt, das ist dann ein Fass ohne Boden, wenn man damit einmal anfängt. Mhm. Das geht leider nicht. Aber ich hatte gerade das Gespräch mit dem Eberhard, der ja nur ein armer Schlucker mit seiner Million gegen dich ist, der sagte, Reichtum verpflichtet auch. Siehst du das ebenso? Ja, das sehe ich auch so. Das haben meine Eltern mir auch schon sehr früh eingetrichtert. Und wie gehst du dieser Verpflichtung nach? Ich spende sehr viel an soziale Einrichtungen. Mhm. Machst du regelmäßig. Das? Ist das nur so eine Gewissensberuhigung?
Oder hat es auch eine tiefe Überzeugung, dass du sagst, ich habe nun mal wirklich so viel Geld, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint und ich möchte, dass andere auch profitieren? Das ist schon eine tiefe Überzeugung bei mir und das ist auch eine Frage der Erziehung. Also meine Eltern haben da immer sehr viel Wert drauf gelegt. Und so zu erziehen. Ich habe auch als Kind zum Beispiel nicht mehr Geld gehabt als andere Kinder. So bis zum Alter 16, 17 vielleicht, da wurde es dann mehr. Aber vorher habe ich ganz normal Taschengeld bekommen und musste damit auskommen, so wie jeder andere auch. Du studierst Jura, sagst du? Was ist dein Berufsziel? Oder möchtest du gar keinen Beruf ausüben? Doch, natürlich. Aber ich denke mir mal, da habe ich nicht so die große Wahl, weil eben ich da schon von zu Hause aus in bestimmten Verpflichtungen stehe. Ich verstehe. Also in die Firma oder in die Familie eingegliedert dann wirst später. Ja, mal. Genau. Gibt es bei dir, wenn man ein so hohes Vermögen von 17 Millionen, das ja eigentlich irreal ist, das kann man ja gar nicht mehr so richtig greifen, hast du ja gerade selbst gesagt, dass der Unterschied zu vorher gar nicht so groß war für dich. Gibt es da einen großen Wunsch, den du materiell noch so hast, den du dir eigentlich erfüllen könntest und dir vielleicht irgendwann erfüllen möchtest? Mehr Kunst. Mehr Kunst. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, ne? Ja, das ist richtig. Da kannst du ja fast deine 17 Millionen verbraten. Ich fürchte, dafür werde ich noch sehr viel Geld ausgeben in meinem Leben, ja. Schön, dass du angerufen hast. Das war sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Patrick, 28 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine ganz leise Stimme. Ja? Ja. Müde. Patrick, bist du auch so schweinereich? 17 Millionen Mark. Ich habe 3 Millionen geerbt vor 3 Jahren. Ich meine, ist auch nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht, das ist richtig. Von wem? Von meinen Eltern. Deine Eltern sind verstorben? Ja. Ja. Und waren sie auch Fabrikanten oder Geschäftsleute? Nee, hatte was mit der Botschaft zu tun und habe ich aber damals nie so mitbekommen, weil ich meine Eltern auch sehr, sehr wenig gesehen habe. Mhm. Von daher war das irgendwie, man wacht morgens auf und man trauert, hat aber gleichzeitig auf einmal Geld, was ich vorher nicht hatte, weil meine Eltern mich immer sehr kurz gehalten haben. Wir haben ja alle Leute, die gerade hier gesprochen haben, vor allen Dingen die sehr wohlhabend sind, das eigentlich sehr positiv bewertet. Bewertest du das auch so positiv? Nein, man ist im Endeffekt in einen goldenen Käfig gefangen. Das ist, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, dass ich auf Promi-Partys eingeladen werde und. Mein Telefonbuch, die Telefonnummern wachsen auf einmal, seitdem ich Geld habe. Mittlerweile kennt man mich bei Prada, Gucci, Dolce und Gabbana und diesen ganzen Scheiß. Das Problem ist aber nur... Aber du musst ja nicht zu den Promi-Partys gehen, du kannst dich ja zurück. Nee, man will das ja vorher, man will das ja erstmal haben. Man ist jung und man will das erstmal genießen, weil das kennt man nur aus der bunten. Mhm. Und man will es auf einmal machen. Mhm. Und schwupp ist man auch drin gefangen und man hat, irgendwo verliert man auch die Realität. Das heißt, die alten Freunde gehen weg, es kommen neue einfach mit hinzu. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, drüber nachzugehen, sind es wirklich Freunde oder nicht. Was hast du denn jetzt mit diesen 3 Millionen eigentlich gemacht? Ich habe 1 Million, habe ich jetzt erstmal richtig verprasst. 1 Million Mark verprasst. Ich bin shoppen gegangen, ich bin auf die Kö und habe endlich mal das machen können, was ich wollte. Mhm. Ich habe mir die Uhr gekauft, die ich schon immer haben wollte. Ich habe mir die Prada-Schuhe gekauft, die ich haben wollte und. Und die anderen 2 Millionen? Die sind teilweise in Immobilien angelegt und ich kriege halt Mieteinnahmen und Zinsen halt monatlich. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass du sagst, es ist ein goldener Käfig, ich will mich davon befreien, ich gebe alles weg, spende alles und lebe wieder so wie früher. So, nein, nee. So dann also, doch nicht. Nee, natürlich, man würde schon gerne einige alte Sachen wieder haben, aber man wird in diesen 3 Jahren so dermaßen darauf konditioniert, dieses Geld zu haben, dass man schon in den Zwang ist, man ist glücklich nur, wenn man Geld hat. Mhm. Das glaube ich schon. Mhm. Das Problem ist nur, dass natürlich Freundschaften drunter sehr, sehr leiden. Mhm. Und das wenn man, glaube ich, mal richtig Probleme hat, ist einfach keiner mehr da. Was für ein Auto fährst du? Ich den TT. Den TT? Mhm. Also, es ist schon interessant, dass alle reichen Leute natürlich auch dann diese exklusiven Autos, so ungewöhnliche Autos dann natürlich fahren. Natürlich. Ja. Man muss sich immer die Frage stellen, wenn man erstmal kein Geld hatte und schwupp hat man Geld, man will es auch anderen Leuten zeigen. Ja. Man kauft sich eine Rolex und man kauft sich die Gucci-Uhr, man kauft sich den Job-Anzug und. Man will auch für sich ja irgendetwas tun, weil man über Jahre ja einfach darauf konditioniert wurde, du bist was, wenn du irgendwas hast. Ja. Ja? Patrick, und das habe ich einfach gemacht. Das muss ich leider unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Also du hast auf jeden Fall so einen kritischen Aspekt noch mit eingebracht. Ich danke für deinen Anruf und wünsche auch alles Gute. Wiederhören. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir um 1 Uhr wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ciao.